Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Retro Panda quält sich und heute ist Valentinstag und da habe ich mir ein ganz besonderes Spiel rausgesucht. Ich habe auf Twitter kurz mal rumgefragt, wer irgendein Spiel empfehlen kann zu diesem Thema, so ganz grob, und der Retro Joe hatte die richtige Idee, weil, naja, man will seine Frau glücklich machen und so weiter und wer weiß, was eine Frau glücklich macht? Barbie! Klar doch! Was ist noch besser als Barbie? Barbie im Urlaub! War bei dem Grauen, da will man natürlich gerne mal rausgehen und ein bisschen in die Sonne. Und ihr wisst es wahrscheinlich schon, weil ihr den Titel gesehen habt, aber diese beiden wunderbaren Sachen wurden zusammengepresst auf eine Super Nintendo Cartridge. Und das Ergebnis sehen wir hier. Schauen wir mal rein. Ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß, große Bildungslücke wahrscheinlich. Aber hey, gucken wir mal rein. Barbie Vacation Adventure. Das wird fantastisch, sage ich euch. Und wenn ihr das gesehen habt, dann wisst ihr ganz genau, wie ihr eure Frau glücklich machen könnt. Hundertprozentig Zufriedenheit garantiert. Also, starten wir mal. Gucken wir mal kurz in die Optionen rein, würde ich sagen. Die Musik groovt auf jeden Fall schon. Level ABC. Players. Ach, wir könnten die Barbie oder die andere. Ach, auf zwei Player wahrscheinlich. Okay. Leider muss ich es alleine spielen, aber ich weiß, dass ihr mir im Geiste ja Gesellschaft leistet und dadurch bin ich natürlich sehr erfüllt. Also, schauen wir mal. Musik können wir ein- und ausstellen, ist Soundeffekte, okay. Ich habe kurz mal bei Mobi Games geguckt, anscheinend ist es auch für DOS und für das Mega Drive erschienen, das Spiel. Deswegen vielleicht auch diese komische Optionensteuerung, dass vielleicht der PC da mal die Führungsplattform war. Weil normalerweise, ne, Maus geht das ja in Ordnung. Oh, mein Name. Ja, wie nennen wir mal? Romantischer Panda, würde ich mal sagen, ne? So, machen wir Rom. Passt natürlich wieder nicht komplett. Machen wir ein Herzchen. Oh, man kann sogar Herzchen machen. Das passt doch wirklich perfekt. Ja. Und ich Idiot, habe mich natürlich jetzt schon verzählt. Also sind wir der Rom-Herz-Pan. Habt ihr übrigens schon die wunderbare Nachricht mitbekommen, dass der große Panda-Bär nicht mehr vom Aussterben bedroht ist? Ist das nicht fantastisch? So, gucken wir mal. Ja, wir können uns anscheinend Staaten aussuchen, wo wir hinwollen. Ja, ich würde sagen, bei dem Wetter, ne, Florida Beach, das reizt mich jetzt eher mal. Schauen wir mal. Boah. Oh, wir können sogar den Badeanzug, die Farbe aussuchen. Herrlich, was nehmen wir denn mal? Sieht alles nicht so aus. Nehmen wir mal pink. Barbie muss pink sein. Ich weiß zwar nicht warum, aber so ist es eben. Yeah, jetzt gehen wir hier rum. Wir haben schon ziemlich geile Musik. Was können wir machen? Nichts. A, B, Y, X macht nichts. Ah, the beach was fun. Let's go somewhere different. Okay, der Strand war super schade. Wie? Was? Hä? Ja. War cool in Florida, ne? Wir konnten uns einen Badeanzug aussuchen und drei Schritte gehen. Ja? Guck mal nach Texas. Vielleicht können wir uns da die Cowboy-Hutfarbe aussuchen. Ja, kein Hut. Ah, da können wir ein bisschen mehr aussuchen. Ja. Ich bin nicht so modisch talentiert, muss ich sagen, ne? War jetzt dasselbe. Ich meine, ist die Musik passend. Ja. This horse looks nice. I think I will go for a ride. I will have to be quick because I'm riding against the clock. If I knock down too many fences, I will run out of time. Okay, wir müssen Pferde reiten und Zäune nicht umrennen. Dann können wir springen. Boah. Springe ich denn?
Ihr werdet sehen, das Springen ist, fühlt sich etwas seltsam an. Ich weiß auch gar nicht, wie ich hier Gas geben soll. Ah, es gibt einen großen Sprung. Okay. Ah, nee. Das ist derselbe Sprung. Boah. Ich würde sagen, das Half-Life mit Skiing, ne? Das ist Gameplay pur. Ach, jetzt gehen wir nur zurück. Ja, wollen wir mal gucken. Okay, also merkt euch, nach Texas, Pferdereiten mit Springen, das macht eure Frau glücklich anscheinend. Jo. Oh no, I've knocked down too many fences to finish the race. Oh nein! Mal gucken, was wir hier machen können. This horse looks nice. I think I will go for a ride. Nein. Ah, hier kann man rumlaufen. Wenn ich nach oben drücke, dann... Okay. Hier ist überall dasselbe. I will go to play horseshoes. Okay. Hier Hufeisen werfen. Okay, es ist eindeutig, es ist eine Minispielsammlung. Und wir können unser Outfit auswählen. Also, hey, immerhin. Also das Fahnenkreuz wackelt jetzt gerade von selbst. Ja, und ich muss ihn halt im richtigen Moment drücken. Das wäre aber mal ein perfekter Wurf hier. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so übermäßig schwer. Ja, okay. Das ist so typisch, ne? Ich sage immer, oh, das ist aber leicht und dann... Ja, wie viel muss ich denn... Ach, da unten ist die Anzahl, wie viel ich werfen muss. Ich mache jetzt einfach mal, weil ist jetzt nicht so das super Gameplay vielleicht. Merkt man das? Ja. Das kann man in Texas wahrscheinlich machen. Pferde reiten und I think I will leave the best damage. Okay, gut. Dann werden wir jetzt doch mal den Strand besuchen. Oh, dear Rom Panda. I've been horse jumping at the Western Range and I played horseshoe throwing game. Love, Barbie. Ich habe eine Postkarte von Barbie bekommen. Oh. Fantastisch. Best Spiel ever, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir nochmal Florida. Jetzt, wo ich auch raffe, was man machen muss, um irgendwas auszuwählen. Ne? Jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu sehr gedingst. Ja, machen wir mal hier den roten Badeanzug, weil... Keine Ahnung. Ist mal schneller, ne? Wenn man irgendwas rot anmalt. Ah, hier kann man Scuba. Gehen wir mal hier rechts zum Scuba. Also, tauchen. I think I will go swimming. I've been told there was a pirate ship that was sunk here years ago and there is lots of treasure hidden under the waves. I must collect all the treasures I can find. I hope I will have enough air. Also, wir gehen jetzt mal nach Piratenschatzsuche tauchen. Schön. Das Spiel ist übrigens nur in Amerika erschienen, also da sind wir im PAL-Region natürlich mal wieder außen vor. Ja, ich würde sagen hier, aber ganz krass, da kann Echo the Dolphin einpacken. Fantastisch. Man weiß nicht, wo man lang schwimmen kann und wo nicht. Ist alles sehr eng. Ich weiß gar nicht, ob mich die Fische verletzen. Da kann ich gar nicht durch. Hm. Heißt das, ich soll dann nach links oben, um zum Ausgang zu kommen? Oder vielleicht können wir die Barbie da jetzt absaufen lassen. Ach, da. Das ist ein Schatz. Was haben wir hier? Also ist jetzt nicht... Ja, ist gut. Man muss natürlich immer bei solchen Spielen ehrlich sagen, ich oder wir sind nicht die Zielgruppe. Das werden kleine Mädchen sein, aber auch die haben vernünftige Minispielchen verdient, finde ich. Weil ich schätze mal, die Dinger werden auch Vollpreis gekostet haben. Und ich war übrigens auch schon mal schnorcheln. Das sieht exakt so aus wie da. Ohne Witz. Also das haben die wirklich 1:1 umgesetzt. Das ist immer so nervig, ne? Wenn man schnorchelt und dann, oh, diese ganzen Diamanten da, die im Weg sind. Oh, schlimm. Schlimm, sage ich euch.
Kann es sein, dass irgendwie die Luft gar nicht ausgeht? Wenn, ich schätze mal, hier diese Tankanzeige da links wird die Luft sein. Also Fische sind nur Deko, also ich bin hier wirklich nur die Sachen am Abschwimmen gerade. Spannung. Ich meine, die Steuerung fühlt sich fummelig an. Deswegen finde ich das jetzt auch gar nicht schade, dass keine Gegner da sind, ehrlich gesagt. Soll hier nach unten links, aber... Immerhin haben sie die Musik stimmig gemacht. Das muss man sagen. Da haben sie sich so ein bisschen an Donkey Kong Country orientiert. So ein bisschen so einen Vibe hat es. Kommt natürlich nie mal ansatzweise an die musikalische Qualität dran, aber so ein bisschen hat man den Eindruck, finde ich. Vor allen Dingen ist es halt auch geil, dass man ja nicht richtig nach unten schwimmt, sondern halt, ne? Deswegen geht da runter. Wo hänge ich denn da fest? So, jetzt. Nimmt die Musik Fahrt auf. Das ist aber wirklich, oder? Oder erinnert euch die Musik jetzt nicht an Donkey Kong Country? Irgendwie so ein schlecht nachgemachter, also nicht ganz schlecht nachgemachter, aber nachgemachter Klon auf jeden Fall irgendwie. Oh, ist voll spannend, ne? Also Leute, dafür bin ich Videospieler, auf jeden Fall. Jetzt geht's hier aber zack, 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 zack. Boah, spannend. Also das ist denn vielleicht, wenn ihr eure Angebetete ausgeführt habt, so ein bisschen, um den Abend ausklingen zu lassen, ne? Dann könnt ihr mal eine Runde das hier anwerfen. Das ist so schön zum Entspannen, würde ich sagen. Die Knöpfe machen aber auch wieder nichts, ne? Bis auf, das hier wird echt hauptsächlich das Steuerkreuz benutzt. Das muss man auch erstmal schaffen, würde ich sagen. Verwirrt auch keinen, ne? Hat da natürlich den Vorteil. Ich wollte euch auch noch was anderes zeigen, aber ich wollte jetzt das Video jetzt auch nicht zu lange strecken. Plus, ehrlich gesagt, ich habe auch langsam keinen Bock mehr. Überraschung. Deswegen gucke ich mal, ob ich hier irgendwie rauskomme. So. Hier, Fischies. Lass mich hier mal durch. Ich bin Arzt. Ach, da, Exit. Haha. I think I will go back to the beach. Ja, willst du. So, wie gehe ich hier wieder raus? The beach was fun. Let's go some different. Ah, jetzt kriegen wir auch noch eine schöne Ansichtskarte. I've been scuba diving and playing volleyball on the beach. Nein, haben wir nicht gemacht. It was great fun. See you soon. Love, Barbie. Ha, kann man Postkarten sammeln. Die Barbie schickt mir Postkarten. Ist das nicht herrlich? So, dann würde ich sagen, dann machen wir noch eine Sache. So, machen wir Welcome Home oder... Ach, die Barbie kommt aus Kalifornien. Okay, ja, gut, das passt. Oder Iowa. Ja, ich würde sagen, hier ein bisschen County Carnival, ne? Jetzt gucken wir das noch an und dann würde ich sagen, reicht das auch, um einen groben Eindruck des Spiels zu haben. Scheint halt wie eine dieser, ja, Versoftungen zu sein. Das kann ich alles auch. Stiefel kann ich, den Rock und die Bluse. Mensch, das ist viel besser als jetzt hier dann nur der Badeanzug. Was machen wir? Machen wir mal was ganz Fieses. Ich glaube, so richtig fiese Kombination gibt es gar nicht, oder? Ah, viel fieser wird's nicht. Okay.
Hoi. Hi Barbie, welcome to the fair. Farmer Brown's prize pig has run away. Pig, nicht Big, Entschuldigung. Would you help us catch it? Ja, Schweine fangen kriege ich hin, ne? Da ist es doch. Ja. Ich hab's einfach einen Knopf gedrückt. Haha. At least I've got you. Now I can play the Carnival Games. Man muss damit erst die... freischalten? Warum? Ach, immerhin folgt es mir, süß. Trecker fahren, Trecker fahren. Geht natürlich nicht. Ich wollte mir auch meinen Barbie-Trecker fahren. Entschuldigung. Grunzt das sogar. Hört ihr das? Ja. Fantastisch. So. Das Grunzt ist aber jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke. Now you've caught the hog, you can play the Carnival Games. Ja, wo denn? Ah, hier ist was. Ich furze hier nicht, das ist das Schwein im Spiel, ne? Echt jetzt. Ich schwör. Achso, ach, das ist ein Steuerkreuz, ja. Ja, gut. Wer einen Ego-Shooter mal gespielt hat, ein bisschen vorzielen, ne? Also vorhalten, nicht vorzielen. Kann ich hier auch die... Hitze-Bonus! Ja, was ist denn der Bonus? You got it! Warum muss ich denn das Schiff im... das Fisch im Glas... umwerfen. Ich dachte, das wäre der Preis, weil, also zumindest die Amis, da gewinnt man doch schon mal so einen Goldfisch. Sieht man doch immer in den Serien. Hitze Bonus, Hitze Bonus. Ah! Dude! Muss ich wahrscheinlich alle abwerfen. In der Zeit. Ist jetzt nicht so schwer, würde ich sagen. Ich bin ja hier, ne? Battlefield 5 ist voll viel einfacher gegen hier sowas. Juhu, extra Points! Ja, ach so, das war's. Was haben wir hier? Come on down and feed the clown. Everyone is a winner. Wo ist der Clown? Dasselbe. Jo. Im Prinzip dasselbe, ne? Ein bisschen vorhalten, werfen. Wobei die Musik hier so ein bisschen leicht nerviger ist, würde ich sagen. Oh. Well done, you hit 6 clowns, come back anytime. Was gewinne ich da eigentlich bei so Kirmes ist das ja? Kann man doch mal was gewinnen. Ach, hier haben wir so ein Hau den Lukas-Dings. Jawohl, komm hier. Wenn ich schon mal nicht Trecker fahren kann. Ach so, man muss hier wieder timingmäßig werden, wenn hier das oben ist. Also anspruchsvoll wieder. Und bam! Ja. Ja. Ich würde sagen, das reicht auch, oder? Mal gucken. Ja. 19-Minuten-Marke gerade überschnitten. Zumindest was die Aufnahme angeht, da wird ja mal ein bisschen rausgeschnibbelt. Aber ich würde sagen, das reicht denn auch. Ich denke mal, ach, wir wollen auch die Postkarte sehen. Fantastischer Abschluss. Dear Rompant, I had a great time at the County Carnival. I found a runaway pig and played the Carnival Games. Love, Barbie. Fantastisch. Herrlich. Ja, ich würde sagen, hören wir auch mal auf so langsam. Ne? Ich hoffe, ihr habt so ein paar Anregungen für den Valentinstag bekommen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Ne? Also, macht's gut, Leute. Tschüss.